So, dann wollen wir mal anfangen. Wir machen also einen Nudelsalat. Ja, für unseren Nudelsalat brauchen wir Erbsen und Karotten. Ich habe die hier getrennt. Wir brauchen kleine Gurken. Das Gurkenwasser, das haben wir vorher durch ein Sieb abgetropft. Und eine Packung Fleischsalat und natürlich die Nudeln. So, die Nudeln, wie man die kocht, das wissen wir. Die geben wir einfach mal in kochendes Wasser und in der Zwischenzeit nehmen wir uns die Gurken vor. Und ja, dann fangen wir mal einfach an, dass wir die schön klein schneiden. Ihr werdet merken, ich bin so ein Schnippelfetischist. Bei mir wird alles ordentlich klein geschnitten. Das könnt ihr natürlich auch ganz grob machen. Ich finde, es sieht dann nur einfacher dann auf dem Teller schöner aus, wenn alles ordentlich klein geschnitten wird. Immer so ein paar nehmen, kleine Scheibchen schneiden. Deswegen, ich nehme diese Krautinos. Die sind schon klein, die braucht man dann einfach nur einmal durchschneiden. Und dann ist man da eigentlich auch relativ schnell fertig mit. So, noch ein paar. Das habt ihr vielleicht vorhin schon gesehen. Ich habe, das war natürlich eine ganze Dose Erbsen und Karotten. Ich habe die Karotten dann da rausgesucht, weil ich, ja, wie gesagt, ein Schnippelfetischist bin und ich tue auch die Karotten nochmal klein schneiden, wie ich das auch mit den Gurken hier mache. So, schön klein. Dann stellen wir sie neben an die Seite. Und dann fangen wir an, uns mit den Karotten zu beschäftigen. Sind sie? Da sind sie. Paar Erbsen hängen noch drin. Ist natürlich nicht schlimm. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr euch die Arbeit sparen wollt, die klein zu schneiden, ja, ihr könnt natürlich dann auch einfach die Dose Erbsen und Karotten direkt durch ein Sieb abtropfen lassen, mal kurz abspülen. Dann könntet ihr auch direkt da reingeben. Die werden dann natürlich kleiner, wenn ihr den Salat spätestens dann am Mischen seid. Ja, wie gesagt, ich finde das schöner, wenn die dann nicht so zermatscht und zerdrückt sind. Deswegen schneide ich sie vorher klein und dann zerfallen sie später auch nicht mehr. Deswegen mache ich mir hier da die ganze Arbeit. Ist vom Geschmack völlig wurscht. Es ist einfach nur meiner Meinung nach optisch schöner auf dem Teller später anzusehen. So, auch die letzten noch rein mit. Jawohl. So sollen sie aussehen. So, in der Zwischenzeit sind unsere Nudeln fertig. Wir haben die durch ein Sieb abgegossen, mit kaltem Wasser abgeschreckt, sonst dauert das ewig, bis die kalt werden. Und damit die jetzt nicht so aneinander bappen, mache ich das. Das müsst ihr nicht machen. Manche sagen, das ist Blödsinn. Manche sagen, man macht's. Ich mache das gerne. Ich mache einfach 2 Esslöffel neutrales Öl dran und mische das Ganze dann einmal durch. Und dann, wenn die noch weiter abkühlen, na, dann verbappen die nicht miteinander. Und so bleibt der Nudelsalat von vornherein schon schön locker. Das habe ich mir einfach jetzt so angewöhnt. Nach mehrerem Ausprobieren. Ja, dann tun wir einfach die Gurken dazu. Und ich mache das so, dass ich immer, wenn ich eine neue Zutat reingetan habe, dass ich dann erst einmal durchmische, sonst hat man dann diesen riesen Kloß mit allem beisammen. So. Und dann einfach einmal schon durchmischen. Und wenn wir das mit den Gürkchen gemacht haben, dann kommen die Erbsen rein. Da haben wir noch ein paar Karotten drin. Mischen wir das auch wieder durch. So. Dann die Karotten dazu. Da brauche ich eigentlich nicht viel euch erklären. Es ist ja selbsterklärend. Blind sind wir ja alle nicht. So, und wir sehen aber jetzt, da die schon klein sind und nicht erst noch verkleinert werden müssen beim Mischen, dann mischt sich das schön unter und ich finde, das gibt halt ein viel schöneres Bild, wie wenn man da so große hat, die dann so zermatscht da drin legen. So, und jetzt, weil wir ja gesagt haben, wir machen einen Nudelsalat für Faule, jetzt kommt einfach der Fleischsalat rein. Der ist ja schon in gewisser Weise gemürzt, ist Mayonnaise drin. Es ist die
Fleischwurst schon drin, es sind noch ein paar Gürkchen mit drin. 500 Gramm Fleischsalat langen auch für die 500 Gramm Nudeln. So, und das heben wir jetzt vorsichtig unter, auch damit wir den ganzen Rest nicht auch noch zerdrücken. Und beim Mischen, da wird man dann schon merken, dass das relativ dick wird. Und jetzt gießen wir das Ganze schön mit dem Gurkenwasser ein bisschen an. Das macht den Nudelsalat saftiger. Und der Essig gibt natürlich auch noch einen ganz tollen Geschmack, ergänzt sich dann wunderbar mit der Mayonnaise und den Gurken, die schon drin sind. So, ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer. Das Ganze nochmal umgerührt. So, Pfeffer kann man ruhig ein bisschen mehr machen, wer es ein bisschen kräftiger mag. So, dann heben wir das Ganze unter. Und fertig ist unser Nudelsalat. Guten Appetit!